Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Breath of Fire. Wir befinden uns, wie ihr da oben lesen könnt, in Romero, sind wieder zurückgekehrt, nachdem wir in Tantar und Tunta waren und dort nochmal diverse Gespräche geführt haben. Wir haben dort erfahren, dass wir nach Agua sollen und um dorthin zu gelangen, sollten wir hier mit dem Chef nochmal von Romero sprechen. Und dieser hat uns darum gebeten, uns dieser Zombie-Plage anzunehmen und ja, mal gucken, ne? Ob wir jetzt hier irgendwas machen können. Ja, können wir nichts gegen die tun irgendwie? Vielleicht mit dieser alten Frau sprechen? Können wir? Dies ist die Stunde der Zombies. Du brauchst den Wasserkrug, um den Boden zu reinigen? Dann wird mich mein Zombie irgendwann wieder verlassen müssen. Ich will nun endlich gehen, ich werde dich vermissen. Aber das reinigende Wasser wird das Dorf retten. Ich werde dich vermissen, aber wenn du es willst. Das reinigende Wasser ist in der Höhle im Westen. Benutze den Wasserkrug in der Quelle. Ich habe die gemeinsame Zeit genossen, aber jetzt muss sie ein Ende finden. Können wir da jetzt rein, ja? Dann war das gar nicht mehr so falsch damit. Und? Wasserkrug! Und Kraut. Und wo kommen wir hier jetzt raus? Außerhalb des Ganzen. In der Höhle im Westen. Ich muss erstmal kurz speichern. Eine Höhle im Westen. Dann wollen wir da nochmal hingehen und gucken, was wir da finden können. Vielleicht können wir dann nämlich tatsächlich diese Zombie-Plage ein bisschen eindämmen und den Bewohnern hier helfen, sodass wir schließlich die Infos bekommen, die wir brauchen. Höhle im Westen? Was für eine Höhle war denn hier? Hier ist erstmal nur Wald. Wald mit Blobs, die aussehen wie Pizzamampf persönlich. Ich weiß jetzt wieder nicht mehr, wo ich lang gegangen bin. Gott, ist ja fast peinlich. Dieser Part wird direkt im Anschluss an den letzten aufgenommen und ich weiß trotzdem nicht mehr, wie der Weg war, den ich gewählt habe. Hey, aber ich weiß nicht, was für eine komische Höhle der meint. Moment, ich werde nochmal hier zurückgehen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass wir hier durch müssen. Höhle im Westen. Ist damit die Aura-Höhle gemeint? Ich meine, in der Aura-Höhle waren wir ja schon. Da sind wir ja durchgerannt, um hier überhaupt hinzukommen. Naja, mal gucken. Aber hier müssten wir jetzt ja erst durch den Wald und würden dann aber auch nur wieder in Karma landen. Was sollen wir denn in Karma? In Karma ist das ist ja keine Höhle. Ich bin etwas ratlos, ganz ehrlich. Aber okay, wir werden schauen, ob wir irgendwie fündig werden. Ist im Westen? Ja, aber hier unten... Das ist hier im Westen ja auch noch irgendwo was. Eine Höhle im Westen. Wir schauen. Das ist ja auch nicht Westen, das ist ja Osten hier. Ist hier vielleicht sonst noch irgendwas? Diese Angabe irritiert mich jetzt schon wieder total, wenn ich ehrlich bin. Weil der Westen von Romero aus wäre wirklich der Wald gewesen. Muss ich nicht verstehen, ne? Ich hoff's. Ich fühle mich schon wieder so zu doof für so ein Spiel irgendwie. Und mir ist gerade so warm und so eklig, dass ich leichte Halsschmerzen bekomme.
und es nicht mal was hilft, wenn ich was trinke, ist echt deprimierend. Aber gut, da muss ich jetzt wohl durch. Ob ich will oder nicht. Ups, genau. Ja, EP Boost 7. Ne, warte mal. Gehen wir nochmal rauf und nach rechts, bitte. Hier war nichts. Okay. Wieder runter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Höhle gemeint war, weil sie ist im Osten. Oder es handelt sich hier mal wieder um einen Übersetzungsfail. Das kann ja auch sein. Das kann auch noch sein. Gegengift liegen lassen. Sehr schön. Oder es ist die Höhle gemeint, in der ich schon mal war, wegen Tanta und Hunter und so. Weil da kam ich ja so an sich nicht weiter. Vielleicht ist das, was er auch gemeint. Das ist jetzt natürlich noch die nächste Überlegung. Aber das ist ja auch nicht westlich, ne? Echt schwierig. Wenn man nicht weiß, wo man langrennen soll, ist es gar nicht so einfach hier. Na gut, die Kämpfe stellen jetzt nicht so die Mega-Herausforderung dar, das meine ich nicht mal, aber es ist halt schon ein bisschen ärgerlich, weil man gar nicht so recht weiß, wohin man jetzt konkret gehen soll. Wir haben zwar eine Angabe bekommen, aber die Ausführung ist jetzt ein bisschen blöd. Möglicherweise ist das auch einfach nur, weil ich zu doof bin. Das möchte ich gar nicht irgendwie in Abrede stellen, aber eventuell ist diese Angabe auch nur ziemlich unpräzise gewesen. Das kann auch sein. Naja, wer weiß. Wir werden schon irgendwann fündig werden, hoffe ich mal, ganz stark. Ich glaube da einfach mal an uns, dass wir fündig werden und das Rätsels Lösung durchaus auch noch hier erkennen können. Naja, we will see. Ich bin sehr gespannt. Ja, wie gesagt, die EP-Werte sind ja echt ein bisschen lächerlich, aber gut, es liegt eben daran begründet, dass die Gegner einfach mal relativ simpel zu bezwingen sind. Ich meine, ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der jetzt anfängt, die Gegner zu überschätzen oder so, oder sie einfach mal zu unterschätzen oder so, aber wir sehen ja, die sind One-Hit tot und das meine ich damit. Ich weiß ja nicht, was sie zukünftig noch so... Was war das? Ach so, wir gehen da rüber, ich wollte gerade sagen. Was war denn das? Das ist schon wieder ein komischer Sound, aber alles gut. Ja, dann durchqueren wir jetzt nochmal die Aura-Höhle. Gehen nochmal zurück nach Vinlan. Werden von dort... Wow. Naja, was soll's. Nee, nach Vinlan soll ich, will ich, wie auch immer. Mal gucken, wie wir denn irgendwie mal weiterkommen. Also, ich habe jetzt mal einen Wasserkrug, aber ich krieg den nicht gefüllt, weil ich nicht weiß, mit welchem Wasser. Ja, Höhle Westen. Aber was für eine Höhle denn? Da war doch nichts. Zumindest nicht direkt bei Romero. Ist genauso wie Agua. Wie soll man da denn hinkommen? So, jetzt sind wir wieder in Vinlan angelangt. Wir speichern einmal. Und werden dann wieder gen Osten aufbrechen, um Richtung Tanta und Hunta zu gehen und dann zu schauen, inwieweit wir da vielleicht vorankommen können. Man weiß es ja nicht. Nein, hier ist die Treppe nach oben, die wir emporsteigen können. So, ja, die Truhen möchte ich eigentlich immer noch gerne geplündert wissen, aber irgendwie lassen die mich da nicht ran. Die behaupten immer, das sei da verschlossen, aber ich bin mir sicher, dass unsere Truppe das auch irgendwie geknackt kriegen würde, aber... dürfen wir irgendwie nicht.
Hier können wir aber leider nicht rein, glaube ich, ne? Ich glaube, ich hatte hier im letzten Part schon mal versucht, irgendwie durchzulaufen. Das funktionierte nicht, ne? Schade eigentlich. Nee. Ja, wir suchen jetzt eine Höhle. Auch wenn die eigentlich nicht in dieser Richtung angesiedelt ist, in der sie eigentlich sein sollte, ne? Verrotte. Und damit hätten wir Heil. Jawohl, und ups. Sehr gut. Da sehen die EP gleich viel schöner aus, viel freundlicher. Was ist diese Höhle hier? Ist echt gar nicht so einfach, hier jetzt irgendwie den Weg zu finden. Ich weiß auch nicht, woran das immer liegt, aber irgendwie... Wow. Direkt ins Nasenloch geschossen und das Ding war tot. Also wirklich. Unerhört eigentlich. Und nochmal. Tschüss. Die sehen aber echt knuffig aus. Ich finde die irgendwie sehr geil gemacht. Auf so ein Design muss man halt auch erstmal kommen, finde ich. Ja, jetzt wird es wieder hell, ist okay. Von mir aus. Ach, stumpf. Hat auch irgendwie null Defense, habe ich so das Gefühl. Sehr schön. Und du machst den kaputt. Plups. Auch wieder genau ins Auge geschossen. So gehört sich das. Hier in diese komische Höhle hier rein. Auch wenn ich nach wie vor das Gefühl habe, das ist auch nicht die richtige. Oder muss ich den Wasserkrug erst ausgerüstet haben? Dass es deswegen möglicherweise nicht funktioniert hat in der Aura-Höhle. Dass so die einzige Höhle war, die da so ein bisschen noch... aber keine Ahnung. Gehen wir hier nochmal rein. Ja, keine Ahnung, Mensch. Benutzen. Trotzdem überhaupt keine Ahnung, wie ich jetzt weitermachen soll. Das war jetzt so mein letzter Hoffnungsschimmer. Keine Ahnung. Überhaupt nicht. Mal kurz nach Tunta gehen. Irgendwie müssen wir doch jetzt Wasser kriegen. Kann doch nicht sein eigentlich. Kraut liegen lassen, sehr schön. Aber wirklich. Wirklich was gebracht hat, ist ja alles nicht, ne? Ja, ich will ja nach Agua, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Mann. Ihr seid ja alle mal so hilfreich wie ein Stück Bockwurst, ey, Hammer. Tanta noch was. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass jetzt in Tanta noch mega die neuen Erkenntnisse kommen. Das glaube ich schlicht und ergreifend nicht. Ja geil, was machen wir dann? Ich weiß es nicht. Na, das kennen wir ja alles schon. Weiter im Süden. Ich werde mal in den Süden gehen.
Vielleicht findet man da ja jetzt noch irgendwas. Weiß man ja manchmal nicht. Ich kann mir zwar auch nicht vorstellen, dass das jetzt so das Rätsels Lösung ist, aber das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. Weil, ganz ehrlich, wo war denn da eine Höhle westlich von Romero? Ich hab keine Ahnung. Überhaupt nicht. Diese Angabe war einfach total für den Arsch, echt ey. Das ist ja total ärgerlich. Auch kein Schiff, nix. Ist ja auch kein Wunder eigentlich, wenn das da ausgetrocknet ist, ne? Aber ich dachte, das ist da vielleicht noch nicht davon betroffen und man könnte das vielleicht trotzdem irgendwie nutzen oder so. Ah, wie ärgerlich. Was ist das hier eigentlich? Soll das ein Brunnen sein oder irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Diese Vertiefungen im Boden, also irgendwo für müssen sie ja auch gut sein. Zweimal hat die ein bisschen anders ausgesehen, dann jetzt das, also... Eigentlich hätte ich gedacht, die haben sich da vielleicht ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht, aber Ich habe keine Ahnung. Wir waren in Romero. Aber da war zum Teufel noch mal keine Höhle. Nur die Aura-Höhle und die hat uns nichts gebracht. Echt ärgerlich. Also ich bin schon wieder an einem Punkt, an dem ich einfach mal nicht weiß, wo konkret das Abenteuer hingehen soll. Höhle westlich von Romero. Schön. Wenn ich denn mal wüsste, was für eine Höhle da gemeint ist. Sind wir wieder hier. Super, echt. Kein Plan. Ich bin gerade echt überfragt. Höhle westlich von Romero. Ja, ich hab echt keine Ahnung. Kannst du helfen irgendwie? Nee. Natürlich nicht. Warum nehme ich auch sowas an? Ich bin echt ein bisschen lustig manchmal. Ja, komm, lass uns hier runter. Die Musik ist irgendwie cool. Nein, ich wollte erst einmal speichern. Und den Part dann auch beenden, weil ich nicht weiß, wo ich hinrennen soll. Und ich dachte, mir erst nochmal in Ruhe darüber Gedanken machen möchte. Vielleicht, wenn ich mir die Videos dann nochmal angucke in der Bearbeitung oder so, dass ich da dann vielleicht irgendwie klare Bilder sehe. Tut mir leid, dass ich jetzt hier gerade nicht weiß, wohin, wo lang, wie auch immer. Aber ich hoffe, wir sehen uns trotzdem im nächsten Part wieder. Und bis dahin, tschüss!